Hallo liebe Leute, heute wird geflext. Yeah! Heute soll der Auspuff raus. Oh, der ist hier oben. Ja, da, der da. Der soll heute raus. Müssen wir mal gucken. Wir trennen den irgendwo da vorne an der geraden Stange, sodass derjenige, der sich den Auspuff holt, oder ich oder wie auch immer, dann den Auspuff wieder miteinander verbinden kann, wenn er das möchte. Da vorne ist der Katalysator. Sieht noch sehr, 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 sehr schön aus. Der sieht echt noch super gut aus. Die Endtöpfe jetzt vielleicht nicht so prickelnd, aber auch noch voll in Ordnung für 20 Jahre. Oder fast 20 Jahre. Ja, schön. Das machen wir heute. Ein bisschen flexen. Mal meine Flex ausprobieren. Die habe ich mir erst neu gekauft. Bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Würde ich sagen, legen wir los. Schalldämpfer ist draußen. Mann, da kann man so kacke hin ohne Hebebühne. Aber ich habe ihn raus. Schönes Teil, sieht noch gut aus, kann man bestimmt gut verkaufen. Wir machen jetzt den ultimativen Soundcheck. Wie klingt das Auto ohne Endschalldämpfer? Also Endschalldämpfer ist weg. Und das probieren wir jetzt aus. So, das letzte Mal, dass das Auto gestartet wird. Hier liegt der Katalysator und der Mittelschalldämpfer. Hier, Katalysator, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer. Und jetzt schauen wir mal, wie er klingt, wenn wirklich nichts mehr gedämpft wird. Also gar nichts mehr, kein Filter, nichts. Einfach nur purer Motorsound. Haltet euch die Ohren fest. Ladies and Gentlemen, genießen Sie 4,7 Liter ohne irgendwas.